Und als ich in der Jugendstrafanstalt anfing, fand ich das so genial, mit den Jugendlichen zu arbeiten, weil es immer was zu lachen gab. Sie kamen aus ihren Kiezen und sie kamen aus irgendeinem Bezugssystem, ja? Einem familiären Bezugssystem. Und sie waren in Anführungszeichen, haben halt eben nur jugendtypische Delikte begangen und waren eigentlich ganz gut drauf. Es gab noch mal so nach der Wende ein Highlight, als wir die Insassen kriegten aus den neuen Bundesländern, wo ja in Berlin die Gefängnisse zugemacht wurden. Das waren noch mal Menschen, die vereinbarungsfähig waren. Aber das hat sich mittlerweile auch erledigt. Das kommt auf den Einzelfall an. Ich denke, Sicherungsverwahrte sollten in einer entsprechend großzügigeren Umgebung sich aufhalten dürfen, was ja passiert. Ich gehe davon aus, dass man die unterschiedlichen Altersabschnitte berücksichtigen muss. Wobei bei einigen Menschen, die spezifische Delikte begehen, auch die Altersabschnitte keine Rolle spielen. Also mit zunehmendem Alter sind sie keineswegs ungefährlich oder weniger gefährlich. In der Kindheit war irgendwas und diese Lehre wurde sexualisiert, ja, also das Individuum hat sich nur lebendig fühlen können, wenn es irgendetwas sexualisiert hat, also das Kind. Ne? Und dann ist sozusagen eine bestimmte Vorliebe für die oder jene sexuelle Praktik entstanden. Und fortan ist es immer wieder das Gleiche oder fast immer wieder das Gleiche, ohne Variation. Dass diese oder jene Fantasie gelebt werden muss und irgendwann natürlich wieder umgesetzt. Aber das scheint das Einzige zu sein, was es dem oder derjenigen, also meistens sind es ja Männer, aber es gibt auch Frauen, die es denen ermöglicht, sich überhaupt lebendig zu fühlen. Manchmal würde ich sagen, ist das ein Vorwand? Manchmal macht es ihnen einfach nur Spaß. Gut, also aus ihrer Sicht gut inszenierten Raubüberfall hinzulegen. Aber es geht natürlich auch um diesen sehr grenzüberschreitenden Akt des Einbrechens. Das scheint diesen Leuten doch sehr entgegenzukommen. Das bereitet denen Lust. Ja? Also da fühlen sie sich echt lebendig. Menschen, die häufig Körperverletzungsdelikte begehen, sind auch unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben einfach eine Impulskontrollstörung. Aber eine Lebenserfahrung ist es allemal. Und man begegnet sicherlich Dingen, die man sich so, wenn man so eine Arbeit nicht macht, nicht so ohne weiteres vorstellen kann. Wenn Sie sich mal eingerichtet haben und reden, reden Sie ohne Unterlass. Und es ist nicht so ganz einfach, so einen Redefluss zu stoppen und jemandem zu sagen, also, ne, ich habe dir heute genug zugehört. Dann ist derjenige nämlich gekränkt und es könnte eskalieren. Ist das für diese Menschen dann auch zunehmend schwierig, dass Tag ein, Tag auszuhalten. Oder Leute, die sich, und das kann man ja bei der Rechtslage, hier ohne Probleme, Leute, die sich wegen allem und jedem beschweren. Ja, also was weiß ich, die Tür wurde zu leise, zu laut, zu so, er wurde nicht angemessen genug geweckt, bla bla bla. Wir haben natürlich auch Menschen, die psychisch krank sind, die mal in der Psychiatrie waren. Also wir haben ja eine
gefängniseigene Psychiatrie hier in Berlin und die dann zurückkommen und dann ihre Medikamente nicht mehr nehmen und unter gar keinen Umständen mehr in die Psychiatrie zurück wollen. Und da sind schon die Mitarbeiter, die Gruppenbetreuer und der zuständige oder die zuständige Sozialarbeiterin. Und dann schlussendlich der psychologische Dienst, aber der ist ja häufig nicht kontinuierlich da. Darauf angewiesen, ein bestimmtes Geschick zu entwickeln mit psychisch Auffälligen, ja, also vielleicht auch kranken Menschen umzugehen, weil es nicht die Möglichkeit gibt, diese ohne weiteres zu entlassen. Da schwierig wird im Kontakt, dann gibt es schon Möglichkeiten, diese Feststellungen zu treffen, dass jemand halt eben entweder, ne, bei Menschen, die suizidal sind, sich selbst gefährden könnte, also sich tatsächlich was antun könnte, was ja vorkommt, oder aber für andere gefährlich werden könnte. Und das, denke ich, macht auch mit den Jahren mürbe. Und kostet ziemlich viel psychische Energie. Was machen eingeschlossene Menschen mit den Leuten, die für sie zuständig sind? Da ehrlich ranzugehen, das gibt es schon auch sehr viel kritischere Situationen. Nach dem Erdbeben kam über die Senatsverwaltung eine Aufforderung an Mitarbeiter, wenn sie denn wollten, könnten sie sich auf so einen Posten bewerben. Erdbebenhilfe in Haiti, und es wurden Fachmitarbeiter gefragt. Also es wurden Ingenieure angefordert, es wurden Ärzte angefordert, es wurden Psychologen angefordert, es wurden Sozialarbeiter angefordert, wurden auch Mitarbeiter vom Allgemeinen Vollzugsdienst angefordert. Ja, in schlimmsten Zeiten hatten wir im Zentralgefängnis in Port-au-Prince, in der Hauptstadt, 0,64 Quadratmeter pro Insasse. Die konnten nicht liegen, die haben turnusmäßig geschlafen. Das muss man sich vorstellen. Und es waren natürlich viele Insassen dort untergebracht, also viele Männer dort untergebracht, die gar nicht ins Gefängnis gehörten. Also das fing damit an, dass sie Leute wieder eingefangen hatten, von denen sie meinten, die seien vor dem Erdbeben im Gefängnis gewesen und gehörten zu denen, die ausgebrochen waren. Ja, nee, mitnichten. Das waren Leute, die waren noch nie im Gefängnis gewesen. Ja, so, das ist so das eine. Das andere ist, Unschuldsvermutung ist ein Luxus. Spielt dort eigentlich keine Rolle, wenn der Nachbar sagt, der hat meine Ziege geklaut, ist der erstmal Gefängnis. Und da kann er für die nächsten paar Jahre auch warten. Meine Arbeit sah so aus, dass ich dort angekommen bin und erstmal nicht wusste, was ich überhaupt tun sollte. Ich bin mit den anderen Kollegen mitgegangen und habe mich eben um diese Dinge gekümmert, einschließlich der Leerung der Fosseptik, heißen die. Also dort gibt es ja häufig, oder es gibt keine Toiletten, es gibt auch keine Duschen und es gibt so Sickergruben. Und wenn der Wagen nicht kommt und diese Sickergrube abpumpt, dann steigt es. Also so brutal es klingt, und dann hast du einen Geruch im Gefängnis, im gesamten Gefängnis, es ist unerträglich. Du bist permanent damit beschäftigt. Termine mit Leuten zu koordinieren, damit sie das tun, was sie eigentlich tun müssten. Zum Beispiel Termine zu koordinieren, damit irgendeine Gerichtsverhandlung stattfindet. Damit überhaupt sich ein Staatsanwalt, ein Richter und ein Rechtsanwalt an einem Tag zur vereinbarten, mehr oder weniger zur vereinbarten Stunde, sich überhaupt zusammenfinden, um so einen Termin abzuhalten. Das ist schon Schwerstarbeit, gell? Und es geht auch häufig schief. Die haben es noch nicht drauf,
gehabt, das Kriterium der Gefährlichkeit zu prüfen. Ja? Also, und es war auch totale Ansichtssache. Also ob der Bezirksstaatsanwalt nun seine Unterschrift für die Entlassung drunter setzen wollte oder nicht. Aber viele haben sie entlassen, weil Haya hat einen Huhn geklaut, ja, oder ein Handy geklaut oder eine Ziege geklaut oder was auch immer. Oder eben gar nicht, sondern war in der Nachbarschaft schon so auffällig gewesen. Und wenn sie so jemanden nicht wollen, dann wollen sie den nicht. So, und außerdem gilt jemand, der psychisch krank ist, als böse. Für den Strafvollzug speziell bringt einem das keiner bei. Für die Psychiatrie gibt es, dass Mitarbeiter darauf hingewiesen werden, wie sie mit sich umzugehen haben. Insbesondere natürlich Fachmitarbeiter, wenn sie eine qualifizierte Therapieausbildung machen. Die lernen das schon. Aber es hilft zum Beispiel zu wissen, okay, mir geht es im Moment sowieso, weil ich die und jene Situation im Gefängnis miterlebt habe, diese und jene Gespräche geführt habe. Und damit habe ich die Chance, darüber nachzudenken und das zu verarbeiten. Also zu mentalisieren, darüber nachzudenken und es psychisch zu verarbeiten, was unter Umständen Tage dauern kann. Also körperliche Übergriffe von Bediensteten gegenüber Gefangenen, also habe ich in Jahren, davon habe ich in Jahren nichts mehr gehört. Also als ich anfing, vor 30 Jahren, gab es das schon mal. Es wurde ziemlich unterm Teppich gehandelt. Heutzutage gibt es das nicht mehr. Also dass sich ein Bediensteter an einem Gefangenen abreagiert, das gehört wirklich der Vergangenheit an. Ende der 70er, also Mitte der 70er, Ende der 70er, zogen ja erst die Sozialarbeiter in den Vollzug ein, gefolgt von den Psychologen. Und in Berlin ist es so, dass ein Sozialarbeiter fast durchgängig Vorgesetzter eines Teams ist, das auf der Wohngruppe arbeitet. Hinzu kommt, dass die Ausbildung der Vollzugsbediensteten im Großen und Ganzen deutlich qualifizierter ist als früher und unglaublich drauf geguckt wird. Also ein Bediensteter, dem man tatsächlich nachweisen könnte, dass er einen Insassen verletzt hat, der kriegt richtig Schwierigkeiten juristisch. Ich habe noch Zeiten erlebt, wie gesagt, wo es den einen oder anderen Übergriff gab, ja. War nicht so ganz einfach, damit umzugehen. Leider hat sich die ganze Behandlungs-, also die ganze Therapie-Geschichte für Menschen, die Straftaten begangen haben, so entwickelt, dass es mehr Programme gibt, also mehr Gruppen gibt und mehr Programme gibt. Sich mit so jemandem auseinanderzusetzen, der diese massive innere Leere hat und dann ausagiert, wie die Leute, die in Bootcamps behandelt werden, halte ich von der Idee her für nicht ganz so falsch, aber was die Bootcamp-Leute nicht können, aus meiner Sicht, ist den richtigen Zeitpunkt und die erforderliche Zuwendung bereitzustellen und Fürsorge, um jemanden tatsächlich qualifiziert verletzt, sage ich dazu. Aufgrund der Tatsache, dass er irgendwann mal möglicherweise als Säugling, also im so und so vielen Lebensmonat, psychisch gestorben ist. Und ich habe mal so ein psychisches Sterben begleiten müssen bei einem Säugling. Da habe ich in der Familiengehilfe gearbeitet und ich konnte nichts tun, weil die Behörden,
andere Setzungen hatten als. Und da habe ich es mir antun müssen, zuzusehen, wie ein Säugling, der ganz normal reagiert hat, bis zu seinem 12. Lebensmonat tatsächlich keine Reaktion mehr zeigte. Und dann wurde dieser Säugling erst aus der Familie rausgenommen. Also als alles gewissermaßen schon den Bach runter war, hat das Jugendamt dann schlussendlich doch reagiert. Und es war unendlich schwierig, diesen Fall zu begleiten. Der durchschnittliche Hoaxer, der einen Erfolg nach dem anderen benötigt, ansonsten fühlt er sich leer. Begeht ja zunächst erstmal keine Gewaltstraftaten und keine Sexualstraftaten. Wenn das dann hinzukommt, nicht? Dass derjenige halt eben sich nur lebendig fühlt, wenn er Gewalt und Sexualstraftaten, Gewalt und oder Sexualstraftaten begeht, dann ist das nochmal eine andere Kategorie, ist nochmal eine andere Qualität. Aber insgesamt ja, der Konsumismus, der viel genannte in dieser Gesellschaft, ist schon auch ein Zeichen genau für diese Leere, klar. Der Gutmensch entwickelt sich, und das ist nicht meines Wissens noch nicht in irgendeiner Form in Theorieform gegossen worden, meines Wissens. Der Gutmensch entwickelt sich als Gutmensch aus reiner Abwehr. Meine Auseinandersetzung mit Gutmenschen über Jahre übrigens, also dem anderen, der anderen versuchen klarzumachen, dass es das sogenannte Böse gibt und dass in diesem oder jenem Einzelfall, dass wir es mit dem sogenannten Bösen zu tun haben. Also einmal nutzt man das ganze Instrumentarium, was man da zur Verfügung hat. Man hat ja heutzutage jede Menge, was weiß ich, Prognoseinstrumente, also so Checklisten. Dennoch würde ich niemandem empfehlen, gegen das eigene Erfahrungswissen vorzugehen, ja? Oder gegen die eigene Befindlichkeit in Gegenwart des anderen, egal ob es mich trifft oder nicht trifft. Das heißt, wenn ich eine Fehlentscheidung getroffen habe und der Mann, die Frau, die werden wieder straffällig, ja? Und dann würde ich mir schon Vorwürfe machen. Es gibt sicherlich Menschen, die ich begleitet habe, die gar nicht oder nur geringfügig wieder rückfällig geworden sind. Es gibt auch Menschen, bei denen ich mir sehr viel Mühe gegeben habe, meine ich, und auch sehr viel Energie, eben diese Bemühungen gar nichts gebracht haben. Also die sind entweder mit einem ähnlichen Delikt oder einem anderen oder vielleicht noch mit einem viel schwereren Delikt im heranwachsenden oder erwachsenen Alter dann wieder aufgetaucht. Auf jeden Fall finde ich die Arbeit interessant, auch im Nachhinein. Bin aber zum Beispiel nicht mehr in der Lage, Kriminalromane zu lesen oder Kriminalfilme anzugucken, weil die einzigen Straftaten oder Menschen, die Straftaten begangen haben, die wirklich interessant sind, sind diejenigen, die ihre Straftaten begangen haben aufgrund eines schicksalhaften Konflikts. Wenn man mit jemand arbeitet und der sich selbst gegenüber die Tat eingestehen kann, es geht ja auch dann um die Überwindung der Scham, und so etwas entwickeln kann wie ein Schuldgefühl. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, die wegen eines schicksalhaften Konflikts inhaftiert waren, die habe ich auch nie wieder gesehen. Ja, so. Und da denke ich, okay, war das was Gutes?